Manchmal befinden sich Tiere in solch aussichtslosen Situationen, dass es unsere Pflicht wird, ihnen sofort zu helfen. In diesem Video stellen wir 30 Momente vor, in denen Tiere Menschen um Hilfe baten. Und jetzt viel Spaß! In der Nacht war in der Nähe von Delhi in Indien ein Leopard in den Wasserschacht gefallen. Am nächsten Tag konnte man ihn glücklicherweise mit dieser Seilkonstruktion retten. Welch unglaublich gutes Herz Menschen haben können, sieht man beispielsweise in diesem Video. Der Hund war zuvor in die Strömung geraten und konnte sich glücklicherweise im letzten Moment auf der Erhöhung festhalten. Mit einem langen Seil ließ sich dann ein Passant nach unten, der dem Hund dann womöglich das Leben retten konnte. Ein Strauß war zur Wasserstelle gelaufen, um dort eigentlich etwas zu trinken, doch plötzlich verlor er das Gleichgewicht und landete schlussendlich in einem zugefrorenen Gewässer. Danach musste der Pfleger in das Wasser reinlaufen, um den Strauß zu retten. Die beiden Männer waren gerade dabei, einen Baum zu fällen. Plötzlich sahen sie von weitem immer wieder eine komische Bewegung. Als sie sich dem Ganzen näherten, sahen sie dann ein Reh, welches sich zwischen den beiden Bäumen eingeklemmt hatte. Die beiden Männer liefen daraufhin zu dem Reh hin und konnten es befreien. A female deer. In diesem Video hatte sich das Rind vom Bauern zwischen den beiden Bäumen mit seinem Kopf eingeklemmt. Glücklicherweise konnte er das Rind aus der misslichen Lage befreien. Einer der Hunde hatte das Gleichgewicht zuvor verloren und wurde dann von der Strömung mitgerissen. Die Männer liefen allesamt zusammen ins Wasser, hielten sich gegenseitig fest und konnten dann auch den Hund retten. Eine Katze war oben auf den Baum drauf geklettert und wusste nicht mehr, wie sie nach unten kam. Der Mann spannte dann ein größeres Laken und die Katze ließ sich nach unten fallen. Das junge Fohlen war dem Bauern entlaufen und schlussendlich in einem Waldgebiet in dem Schlamm stecken geblieben. Glücklicherweise konnten sie das Fohlen finden und anschließend befreien. Zu einem absoluten Lebensretter wurde durch Zufall dieser Passant. Er fand nämlich in der Strömung ein kleines Kaninchen, welches anfangs leblos schien. Durch eine Herzrhythmusmassage mit seinen beiden Fingern schaffte er es nach einigen Momenten, das Kaninchen wiederzubeleben. Das Kaninchen schien danach auch wirklich wohl auf zu sein und konnte wieder in der Natur frei herumrennen. Im Safari-Nationalpark war ein kleiner Elefantenbulle im Schlamm stecken geblieben. Als die Guides das Ganze mitbekamen, schafften sie es am Ende, mit Hilfe ihres Trucks den kleinen Elefanten aus dem Schlamm zu ziehen, sodass dieser wieder zu seiner Mutter laufen konnte. Am Hafen gab es plötzlich einen außergewöhnlichen Einsatz für die Polizei. Denn Touristen bemerkten eine kleine Robbe, die sich dort im Netz verfangen hatte. Der Polizist ging dann mit einem der Touristen zu der kleinen Robbe hin und konnte sie erfolgreich aus dem Netz befreien. Die Mutter wartete bereits freudig im Wasser und konnte ihr Jungtier wieder in Empfang nehmen. Durch die starke Meeresströmung war dieser Hai an Land gespült worden. Als ein Mann das Ganze mitbekam, rannte er sofort zum Hai hin und konnte ihn glücklicherweise vom Vertrocknen retten. Dieser Flamingo hatte ein großes Anliegen, als er zu einem Touristen lief, denn der Flamingo wollte einfach etwas Wasser haben. Zu Lebensrettern wurden auch zwei Männer in der Wüste. Plötzlich hörten sie immer wieder ein leises Wimmern. Als sie sich dann dem Geräusch näherten, sahen sie plötzlich ein kleines Kamel, welches den Abhang heruntergerutscht war. Der Mann lief sofort zum kleinen Kamel hin und brachte es dann wieder nach oben zu seiner Mutter. Riesiges Glück hatte auch dieser kleine Hund. Kurz zuvor war er in der Nähe des Flusses unterwegs und wurde plötzlich von der Strömung mitgerissen. Durch Zufall wurde er dann von diesen Touristen entdeckt. Einer von ihnen ging zu dem kleinen Hund nach unten und konnte ihm womöglich das Leben retten.
Zu welch außergewöhnlichen Taten Menschen in der Lage sind, kann man beispielsweise auch in diesem Video sehen. Denn Reanimationen funktionieren natürlich nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Und in einem solchen Moment kann man natürlich auch nicht mehr allzu viel falsch machen. Als der Mann seine Ziege vorfand, die aufgehört hatte zu atmen, entschloss er sich sofort zu einer Mund-zu-Mund-Beatmung. Und nach einigen Augenblicken fing glücklicherweise die Ziege wieder an zu atmen und konnte ganz normal wieder völlig gesund an dem teilnehmen. Der Mann in diesem Video war gerade mit seinem Hund auf einem kleinen Spaziergang. Plötzlich machten sie dann am Maschendrahtzaun diese außergewöhnliche Entdeckung. Das kleine Tier hatte sich irgendwie mit seinem Fell nämlich dort in dem Zaun verfangen. Der Mann lief ganz langsam zu dem kleinen Tier hin und konnte es glücklicherweise dann befreien. Better all I can do to him. His teeth are sharp, he bit me a few times, little bugger, but get on, mate. Hier zu sehen ist ein Sika-Hirsch, der es geschafft hatte, sich mit seinem Geweih ganz unglücklich zu verheddern. Glücklicherweise konnte er aber am Ende von diesem Mann befreit werden. Manchmal gibt es Geschichten, die am Ende ein wunderschönes Ende nehmen. Als es tagelang zuvor geregnet hatte, machte ein Mann diese außergewöhnliche Entdeckung. Eine kleine Babykatze hatte sich noch irgendwie in den Strömungen auf diesen Baumstumpf gerettet. Der Mann entschloss sich dazu, in das Wasser zu gehen und die kleine Katze zu retten. Doch das war nicht alles, was er für diese kleine Katze tat. Denn der Mann entschloss sich am Ende dazu, die kleine Katze bei sich aufzunehmen und dann großzuziehen. Mittlerweile sind die beiden ein richtig gutes Team. Mitten am Tag lief plötzlich ein kleiner Wolf auf das Grundstück, der ein großes Anliegen hatte. Als der Mann erkannte, dass der Wolf nur etwas zu trinken haben wollte, gab er ihm dann etwas Wasser ab. Eine Straßenhündin hatte in diesem alten Schacht ihre Jungtiere auf die Welt gebracht. Als sie durch Zufall von den Tierrettern gefunden wurde, brachte sie auch die Tierretter schnell zu ihren Jungtieren. Danach mussten sie gemeinsam in diesen Schacht reinkriechen, um die kleinen Welpen zu retten. Diese wurden anschließend zu einer Auffangstation gebracht. Manchmal gibt es Momente, die man wohl selber kaum glauben kann, wenn sie nicht gefilmt worden wären. Ein Forscher hörte plötzlich im Wald immer wieder ein komisches Geräusch. Als sie sich dann dem Geräusch näherten, sahen sie einen kleinen Koala, welcher sich irgendwie in diesem Baum verfangen hatte. Das Jungtier kam auch von alleine nicht mehr aus der misslichen Lage heraus. Glücklicherweise half der Mann ihm dabei und danach konnte das Jungtier wieder zu seiner Mutter laufen. Ein Seeelefant wurde in der Nacht zuvor durch die starke Strömung in dieses Loch gespült. Dort kam er von alleine natürlich nicht mehr heraus. Am nächsten Tag liefen mehrere Menschen zu ihm hin, die ihn dann natürlich ausbuddelten. Zu Lebensrettern wurden auch die Touristen in diesem Video. Eigentlich waren sie gerade auf einem kleinen Spaziergang, als sie plötzlich aus dem Augenwinkel eine komische Entdeckung machten. Zu sehen ist hier ein junges Faultier, welches sich mit seinem Vorderlauf unglücklich verheddert hatte. Die Menschen gingen daraufhin mit etwas Abstand und einem großen Ast zu dem kleinen Faultier hin und konnten es glücklicherweise befreien. Auch die kleinsten Lebewesen müssen natürlich gerettet werden. Eine Libelle war in das Netz des Trampolins geflogen. Als der Mann das Ganze mitbekam, zog er sich direkt Handschuhe an, lief zu der kleinen Libelle hoch und konnte sie glücklicherweise befreien. Yeah! Woo! Go, little guy! Welches Unheil Fischerleine anrichten kann, sieht man beispielsweise in diesem Clip. Glücklicherweise handelten allerdings die Touristen genau richtig, denn diese fanden direkt am Meer eine kleine Möwe, die sich kaum noch fortbewegen konnte. Der Mann nahm die kleine Möwe auf seinen Arm und konnte glücklicherweise die Fischerleine auch aus ihrem Maul herausziehen. Dieser kleine Hase bekam etwas Sauerstoff und konnte danach glücklicherweise wieder gesund am Leben teilnehmen. Der Bauer konnte im ersten Augenblick kaum glauben, was er morgens sah, denn als er auf sein Feld schaute, sah er morgens plötzlich ein Reh, welches völlig orientierungslos durch die Gegend lief. Das Reh hatte sich mit seinem Kopf in diesem Karton verfangen. Der Bauer fuhr daraufhin direkt zu dem Reh hin und konnte ihm glücklicherweise den Karton wieder vom Kopf entfernen. Danach lief das Reh unverletzt wieder zurück in den Wald. Und jetzt schreiben uns doch gerne mal in die Kommentare, welche der heutigen Tierrettungsaktion du am emotionalsten fandest.
Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da.